Ja, herein. Hallo? Bin ich hier richtig bei Detektiv Birkholm? Ja, wie man unschwer an der Tür ablesen kann. Aber ich sag dir gleich, ich bin ein Profi und nicht gerade billig. Also hoffe ich, dass du dein Taschengeld dabei hast, um dir deinen Auftrag auch leisten zu können. Ja, aber ich habe gar keinen Auftrag. Also, ich heiße David Breuer und gehe in die 11. Klasse des Eduard-Desor-Gymnasiums. Ja, und da müssen wir jetzt für 2 Wochen ein Praktikum machen und das möchte ich gerne bei Ihnen machen. Ich habe immer Ihre Leuchtreklame gesehen, wenn ich gegenüber mit meinen Freunden im Kino war. Ich bewundere Sie wirklich sehr. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe keine Zeit zum Babysitten. Also mach die Tür hinter dir zu. Nein, Sie verstehen das nicht. Ich will unbedingt auch Detektiv werden, genau wie Sie. Sie sind so inspirierend. Ich kann Ihnen bestimmt bei der Arbeit helfen. Ich habe auch alle Sherlock Holmes-Bände gelesen und Detektiv Conan ist meine Lieblingsserie. Und ich höre auch sehr gerne die Treff. Jetzt halt mal die Luft an, Bürschchen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Zeit für den Blödsinn habe. Außerdem gibt es hier ohnehin nicht viel für dich zu tun. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie der Detektivberuf aussieht? Es ist lange nicht so interessant, wie du denkst. Also auf Wiedersehen. Du bist ja immer noch da. Also, ich bitte Sie, Sie sind meine letzte Hoffnung, meine einzige Chance. Bis morgen brauche ich einen Platz. Ich habe die Frist verpasst. Mir ist es auch egal, was ich tun muss. Von mir aus putze ich hier den ganzen Tag, aber bitte nehmen Sie mich. Also na, hartnäckig bist du ja, das muss man dir lassen. Na, von mir aus. Dann komm morgen um 9 Uhr vorbei. Aber glaub bloß nicht, dass du in den nächsten 14 Tagen mehr als das Büro zu Gesicht bekommst. Danke. Danke, danke, danke. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen nicht auf die Nerven gehen und ich werde Ja, alles tun. passt schon. Jetzt verschwinde endlich. Und komm ja pünktlich. Ich pflege meinen Kaffee nämlich immer zur festen Zeit zu trinken. Ich hoffe, du kannst mit einer Kaffeemaschine umgehen. Detektive. Die Helden aus Film und Fernsehen. Die schillernden Persönlichkeiten, die mit Fleiß und genialer Kombinationsgabe jede noch so kleine Spur verfolgen und dabei die kniffligsten Fälle lösen, an denen sich die Polizei die Zähne ausbeißt. Tja, Arschlecken Sonne putzen. So naiv war ich vor 20 Jahren auch noch, als ich an der Akademie meine Detektivausbildung abgeschlossen hatte. Für die Kosten musste ich eine Menge Zeitungen austragen. Und seitdem versaure ich tagtäglich in meinem Büro, muss mich mit Ehebrüchen und geklauten Handtaschen rumschlagen und bin dabei kaum in der Lage, die Kosten für das Büro und meine Leuchtreklame zu bezahlen. Im echten Leben sind Detektive nicht die genialen Retter in der Not. Wie ich schmerzlich feststellen musste, bin ich für die Leute auch nur die penetrante Schnüfflerin, die ihnen im Privatleben rumpfuscht und ihnen auf die Nerven geht. Ich saß also wie jeden Nachmittag in meinem nach Staub und Käsenachos stinkenden Büro und schaute gelangweilt auf die Uhr. 16.30 Uhr. In einer halben Stunde öffnet das Steakhouse um die Ecke. Heute ist Käsesteak-Tag. Saftige, zarte Steaks habe ich immer schon gehasst. Viel zu teuer. Ich begnüge mich stattdessen mit ranzigen Pommes von der Spelunke unter meinem Büro und naja, Käsenachos halt. Ich packte also meine leere Aktentasche zusammen. Um die Uhrzeit kommt sowieso niemand mehr. Ich wollte gerade aufstehen, als es an der Tür klopfte. Oh nein, jetzt noch. Da hat man sich gerade auf das Feierabendbierchen vor einer schlechten Nachmittagstalkshow gefreut und nun das. Ich stellte mich innerlich auf ein zähes Gespräch mit einer Hausfrau ein, die mir 2 Stunden die Ohren voll jammert, dass ihr Mann nie zu Hause ist und deswegen eine andere haben muss. Und während ich insgeheim noch daran dachte, mich schnell in der Besenkammer zu verstecken, ging bereits die Tür auf. Detektiv Birkholm? Ach gut, dass Sie da sind. Sie sind meine einzige Hoffnung. Kommen Sie erst mal rein. Was kann ich denn für Sie tun? Mein Name ist Weiß. Elois Weiß. Es geht um meinen Ehemann. Seht ihr, ich hab's ja gesagt. Wie bitte? Verzeihung, ich hab nur laut gedacht. Fahren Sie fort. Gut, also mein Mann Rainer.
Er kommt in letzter Zeit immer viel später von der Arbeit zurück als früher üblich. Und wenn ich ihn dann spät abends sehe, ist er so seltsam und abweisend. Das kam mir komisch vor. Gestern habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und bei seiner Arbeit angerufen. Doch seine Kollegen meinten, dass er schon eine Stunde zuvor gegangen war. Es bricht mir das Herz. Aber ich glaube, er betrügt mich. Ich verstehe. Wann ungefähr fing Ihr Mann denn an, sich so eigenartig zu benehmen? Seit circa 4 Monaten, denke ich. Es fing an, kurz nachdem er auf der Arbeit wegen eines geplatzten Deals degradiert wurde und wir seitdem Probleme haben, unser Haus abzubezahlen. Zunächst dachte ich, seine Launen rührten daher. Aber nun bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ja gut, dann werde ich Nachforschungen anstellen. Wo arbeitet Ihr Mann denn? Und haben Sie zufällig ein Foto von ihm dabei? Ja, Moment. In meiner Brieftasche. Hier, bitte sehr. Und er arbeitet für Mammon Versicherung. Das Büro liegt in der Klosterstraße 4. In Ordnung. Das wär's dann soweit. Ich werde mich dann bei Ihnen melden, wenn ich noch Fragen habe oder Ergebnisse melden kann. Bitte versuchen Sie, sich Ihrem Mann gegenüber weiterhin trotzdem normal zu verhalten, damit er keinen Verdacht schöpft. Und keine Sorge, Ihr Fall ist bei mir in den besten Händen. Was soll ich dazu noch sagen? Ein Fall wie jeder andere. Seit geschlagenen 90 Minuten saß ich in meinem Auto, frierte mir weiß Gott was ab und zählte bereits zum dritten Mal die Fenster des Bürogebäudes. Ich hatte mein Auto gegenüber des Eingangs geparkt und wartete darauf, dass Herr Weiß das Haus verlässt. Was nun kommen sollte, hatte ich schon zigmal gemacht. Die zu observierende Person steigt in ihr Auto, ich hänge mich dran, verfolge sie bis zum Zielpunkt und knipse mit meiner bereitliegenden Kamera einige Beweisfotos, sobald es sich ergibt. Und genau so kam es auch. Ich verfolgte Herrn Weiß in seinem Auto über ein paar spärlich befahrene Hauptstraßen, bis er schließlich direkt vor einer schlecht beleuchteten Seitengasse zum Stehen kam. Etwas überhastet verschwand er in dieser. Ach, verdammt! Sonst gehen die Leute immer schnurstracks auf ein schickes Einfamilienhaus zu und ich kann bequem aus meinem Auto heraus Fotos machen, sobald sich die Haustür öffnet. So musste ich meinen alten Chevrolet Matisse mit etwas Abstand an den Straßenrand stellen und mich schnellen Schrittes an die Verfolgung zu Fuß machen. Ich rannte über die Straße und spähte vorsichtig um die Ecke, meine Kamera im Anschlag. Gerade sah ich noch, wie Herr Weiß eine kleine Kellertreppe herabstieg und hinter der Tür verschwand. Ich packte meine Kamera schnell in die Innentasche meines Mantels und ging auf den Eingang zu. Erst jetzt fiel mir auf, dass es sich um eine kleine Kneipe handelte. Leises Stimmengemurmel drang heraus. Entschlossen drückte ich die Türklinke runter und ging hinein. Eine Mischung aus altem Zigarettenqualm und Bierdunst schlug mir entgegen. Ich schaute mich um. Es war ein recht kleiner Laden. Fast erwartete ich, Herr Weiß samt Gesellschaft an einem Tisch sitzend anzutreffen. Aber von ihm war keine Spur zu sehen. Stattdessen wurde ich von einigen unfreundlichen Blicken einiger Bargäste durchbohrt. Was glotzen du so blöde durch die Gegend, Püppchen? Willst doch was bestellen hier? Ansonsten würde ich an deiner Stelle schnell Leine ziehen. Ich dachte, ich hätte einen Bekannten hier reinspazieren sehen. Ein kleines Bier, bitte. Ich setzte mich an einen kleinen Tisch am Rand des Lokals und wartete auf das Bier. Von hier hatte ich den besten Blick über die Räumlichkeiten dieses flohverseuchten Lochs. Aber selbst nachdem ich mein Bier, welches nach Spülwasser und Zigarettenasche schmeckte, geleert hatte, war von Herr Weiß nichts zu sehen. Ich entschloss daher, die Observation abzubrechen und am nächsten Tag fortzusetzen. Wie sieht's denn hier aus? Guten Morgen. Ich war schon etwas früher da und die Büro war nicht abgeschlossen. Da habe ich mir gedacht, ich räume etwas auf. Und den Müll habe ich auch rausgebracht. Aber, ja, na gut, okay. Was steht denn heute an? Erstmal einen Kaffee. Moment.
riecht's hier nach? Ja, Kaffee ist gerade frisch durchgezogen. Bitte sehr. Danke. Also, ja, ich arbeite gerade an einem Fall. Jetzt freu dich aber nicht zu sehr. So spannend ist es nicht. Worum geht's denn? Eins nach dem anderen. Hier, du musst das erst unterschreiben. Was ist das denn? Eine Verschwiegenheitserklärung. Na, meinst du, ich kann dich hier einfach so überall mit einweihen? Es geht schließlich um hochvertrauliche Angelegenheiten. Ah, ergibt Sinn. Hier, bitteschön. Na gut. Also, gestern hatte eine Klientin mich beauftragt, ihren Mann zu beschatten. Sie glaubt, dass er sie betrügt. Und? Tut er es denn? Ach, keine Ahnung. Als er gestern in einer Kneipe verschwand, habe ich ihn verloren. Weiß Gott, was er da getrieben hat. Deshalb muss ich ihn heute auch nochmal beschatten. Nur, dass ich diesmal besser vorbereitet bin. Das klingt doch nach einem spannenden Fall. Darf ich mitkommen? Auf gar keinen Fall. Aber warum denn nicht? Eine Beschattung ist doch nichts Gefährliches. Ich kann ja auch im Auto warten. Eine Beschattung ist zunächst einmal eine kognitiv höchst anspruchsvolle Tätigkeit, die meine volle Aufmerksamkeit erfordert. Da kann ich mich nicht auch noch um dich kümmern. Außerdem will ich nicht riskieren, durch dich aufzufliegen. Ich fass es nicht, dass ich mich schon wieder von dir hab breitschlagen lassen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Außerdem möchte ein echter Detektiv auch mal in Aktion sehen. Da, da vorne, ist der das? Wie gehen wir jetzt vor? Schau zu und lerne. Hey, pass mir doch auf. Oh, Verzeihung. Ach, ich bin heute schon den ganzen Tag so tollpatschig. Ich helfe Ihnen. Einen schönen Abend Ihnen noch und entschuldigen Sie bitte nochmal vielmals. Ja, ja. Ist ja nichts passiert. Was war das denn gerade? Detektivarbeit. Ich habe bei dem Zusammenstoß ein kleines Mikrofon in seiner Jacke platziert. Und nicht nur das. Ich konnte einen schnellen Blick auf seine Sachen werfen, die er bei sich trug. Neben Akten und Schreibutensilien war ein Motorsportmagazin dabei. Und ein Briefumschlag hing zwischen den Seiten des Magazins. Interessant. Vielleicht war Geld drin. Oder Schmuck. Ja, oder Rauschgift. Halt. Spekulationen helfen uns nicht weiter. Wir werden ihm zunächst mit dem Auto folgen. Das Abhörgerät hat nur eine geringe Reichweite. Und dann werden wir sehen, beziehungsweise hören, was als nächstes passiert. Wir folgten Herrn Weiß mit gehörigem Abstand. Wie am Tag zuvor machte er nach einer 10-minütigen Fahrt an der kleinen Seitenstraße Halt. Über das Abhörgerät konnten wir seine Schritte über den Asphalt verfolgen und hörten, wie er eine Tür öffnete. Die markante Geräuschkulisse einer verrauchten Kneipe drang an mein Ohr. Zum Glück wurde mir diesmal der Geruch erspart. Hat das denn so lang gedauert? Wir dachten schon, du bekommst kalte Füße. Tut mir leid, die Arbeit ist momentan sehr stressig. Aber ich bin ja hier und ich habe auch alles dabei. Na dann, her damit. Sie sehen, die Dokumente sind vollständig unterzeichnet. Und auch formell habe ich alles überprüft. Der Vertrag ist hieb- und stichfest. Von meiner Seite aus habe ich alles richtig gemacht. Wieder alles nach Plan verlaufen. Gut, das will ich dir auch geraten haben. Wir sind dann hier fertig. Am nächsten Vormittag fuhr ich zu Frau Weiß, um ihr die Ergebnisse meiner Recherche mitzuteilen. Ich berichtete ihr, dass ich keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden habe, dass ihr Mann sie betrügt. Allerdings schilderte ich ihr auch von meinen Beobachtungen des vorigen Abends. Oh mein Gott, Rainer, das sieht ihm gar nicht ähnlich. Warum sollte er sich mit solch zwielichtigen Personen abgeben? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Genaueres war für mich nicht auszumachen. Sie haben also auch keine Idee, was Ihr Mann da getan haben könnte? Nein, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ja und nun? Ich meine, wie gehen Sie als nächstes vor? Tja,
Das bringt mich auf den folgenden Punkt. Ich habe Ihnen hier meine Rechnung mitgebracht. Im Endbetrag ist alles enthalten. Spesen, Mehrwertsteuer, Gefahrenzulage, die genauen Details stehen drauf. Ja, aber ich verstehe nicht. Ihr Auftrag war, Ihren Mann zu beschatten, um herauszufinden, ob er Sie betrügt. Das konnte ich nicht bestätigen. Meine Arbeit ist damit erledigt. Aber was ist mit dieser Sache von gestern? Ich muss doch wissen, was da vor sich geht. Nun, vielleicht sollten Sie Ihren Mann einmal direkt darauf ansprechen. Erfinden Sie irgendeine Geschichte. Sagen Sie einfach, Sie haben ihn zufällig da gesehen oder so. Ansonsten können Sie mir natürlich einen weiteren Auftrag erteilen. Aber das kann ich mir doch gar nicht leisten. Der Kredit für das Haus. Es tut mir sehr leid, Frau Weiß. Dann kann ich leider nichts mehr für Sie tun. Sprechen Sie mit Ihrem Mann. Sie werden schon sehen. Wahrscheinlich ist alles vollkommen harmlos. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Nach dem Gespräch mit Frau Weiß sind einige Tage ereignislos verstrichen. David hatte angefangen, meine alten Fallakten aufzuräumen und zu sortieren. Für ihn war das spannend, über echte Kriminalfälle lesen zu können, auch wenn die meisten mehr oder weniger belanglos waren. Mir selbst ging aber der letzte Fall nicht aus dem Kopf. Es war seit langem der erste, der versprach, wirklich interessant zu werden. Mit jeder Stunde ärgerte ich mich mehr darüber, nicht weiter ermittelt zu haben. Vielleicht war es die Begeisterungsfähigkeit von David, die mich daran erinnerte, was mich damals als junge Detektivin angetrieben hatte. Eines späten Nachmittags, als die tiefliegende Sonne hinter dichten Regenwolken verhangen war und ein leichter Nieselregen ein starkes Unwetter vorhersagte, schickte ich David früher nach Hause, um ein wenig alleine sein zu können. Das Klingeln des Telefons schreckte mich aus meiner Lethargie. Ja, hallo. Detektiv Birkholm, was kann ich für Sie tun? Ach, wie gut, dass ich Sie noch erreiche. Sie müssen mir helfen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Beruhigen Sie sich erst mal. Was ist denn geschehen? Ach, es ist so furchtbar. Rainer, mein Mann, er ist verschwunden. Verschwunden? Okay, verstehe. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Gestern früh. Er hat nur schnell seinen Kaffee getrunken und war losgeeilt. Am Abend kam er dann auch nicht nach Hause. Angefangen, mir richtig Sorgen zu machen, habe ich dann heute Morgen, als ich sah, dass sein Bett unbenutzt war. Ich kann ihn auch telefonisch nicht erreichen. Und auf der Arbeit sagt man mir, dass er heute nicht erschienen ist. Bitte, Sie müssen mir helfen. In Ordnung. Haben Sie schon die Polizei informiert? Nein, also Sie haben natürlich recht. Ich wusste gar nicht, was überhaupt. Dann sollten Sie auf jeden Fall schnellstmöglich eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ihr Mann hat schließlich seinen gewohnten Lebenskreis verlassen und sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Wenden Sie sich am besten an Kommissar Revermann. Ich kenne ihn noch gut von früher. Er hatte meine Mitarbeit immer geschätzt. Nicht so wie die meisten anderen. Ja, natürlich. Natürlich. Ist Ihnen denn noch irgendetwas aufgefallen? Irgendwas Besonderes, als Ihren Mann zuletzt gesehen haben? Irgendeinen Anhaltspunkt, wo er stecken könnte? Nein, nichts Konkretes. Er war so wie die letzten Wochen schon. Schweigsam und distanziert. Er hatte es sehr eilig. Okay, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Bei weiteren Fragen werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mir Ihre Dienste noch leisten kann. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Das Leben Ihres Mannes hat höchste Priorität. Allerdings, Sie sollten sich nicht zu große Hoffnungen machen. Meine Möglichkeiten als Privatdetektiv sind in einer solchen Angelegenheit leider sehr begrenzt. Die Polizei hat ganz andere Mittel, vermisste Personen aufzuspüren. Ich werde versuchen, mehr über die Geschäfte Ihres Mannes in der Kneipe herauszufinden. Das ist momentan unsere einzige Spur. Ach, Frau Birkholm, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Danken Sie mir erst, wenn wir Ihren Mann heil und unversehrt wiedergefunden haben. Abend. Ah, du schon wieder. Kannst du dich diesmal schneller entscheiden, was du haben willst? Oder willst du wieder Löcher in die Luft starren, Püppchen? Ich hätte nur eine Frage an Sie. Hier, schauen Sie auf das Foto.
Erkennen Sie diesen Mann? Nein. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass ich ihn schon mehrmals hier habe reinlaufen sehen. Schauen Sie noch mal genauer hin. Na schön. Komm mal mit. Ich folgte dem Barkeeper durch eine Art Hintertür. Durch einen nach kaltem Zigarettenqualm stinkenden Gang gingen wir an einigen Türen vorbei, die allerdings verschlossen waren, sodass ich nicht hineinspähen konnte. Am Ende des Ganges führte eine Tür auf einen kleinen, dunklen Hinterhof, auf welchem sich der Barkeeper nun langsam vor mir aufbaute. Bisschen frisch hier draußen. Und was wollen wir nun hier? Ich zeig dir jetzt mal, was passiert, wenn Leute bei mir in der Kneipe anfangen, herumzuschnüffeln. Ich gab zu, trotz seiner untersetzten Gestalt war er schnell. Der Typ knallte mir einen vor den Latz, sodass ich gar nicht wusste, wie mir geschah. Doch es war schließlich nicht meine erste Prügelei. Sobald sich die ersten Sternchen aus meinem Blickfeld verzogen hatten, gewann mein Instinkt die Oberhand. Als der Kerl erneut mit seiner Faust ausholte, konnte ich ihn gezielt abblocken. Schon stürzte er sich auf mich. Ich verlor das Gleichgewicht und wir fielen auf den Boden. Durch seine schiere Kraft und Masse war er mir beim Ringen stark überlegen. Jedoch konnte ich mich mit zwei wuchtigen Schellen auf beide Ohren befreien und mich schnell aufraffen. Während der Prolet noch versuchte, sich zu orientieren, setzte ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag zwischen Hals und Schlüsselbein außer Gefecht. Nun hatte ich vielleicht 2 Minuten Zeit, mich schnell in den Hinterzimmern umzuschauen, bevor er wieder zu sich kommen würde. Ich war froh, dass sich mein Kampfsporttraining vor einigen Jahren gelohnt hatte. Allerdings war ich nicht besonders scharf auf eine zweite Prügelei. Okay, wo fangen wir an? Hier. Nichts Besonderes zu sehen. Hier gegenüber nur ein Getränkelager. Und hier? Ah, das scheint ein Büro zu sein. Na, da wollen wir doch mal sehen. Akten, belangloser Krempel, Werbung. Aha, ein Buch auf dem Schreibtisch. Eine Auflistung von Namen und Geldbeträgen. Das scheint eine Art Wettbuch zu sein. Eine Dokumentation über Leute, die eine Wette abgeschlossen haben. Mit den jeweiligen Geldeinsätzen und... Ob das hier ein illegales Wettbüro ist? Ach, schnell mal ein paar Seiten abfotografieren. Ach, sieh mal einer an. Rainer Weiß. Der war ja hier geradezu Stammkunde. Ich wette, davon hat seine Frau nichts gewusst. Okay. Was haben wir noch? Eine Pinnwand, verschiedene Zeitungsausschnitte und Fotos. Porträtfotos von 2 Männern. Also, der eine kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich fotografiere das am besten auch mal. So. Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Ich musste damit rechnen, dass der Barkeeper oder einer aus dem wütenden Mob von draußen hier reinstürmen würde. Und dann hätte ich wirklich ein Problem. Also steckte ich meine Kamera wieder ein, schaute mich ein letztes Mal um und verschwand durch das schmale Fenster, um nicht einem der Clowns da draußen zu begegnen. Guten Morgen. Na, Sie sind heute aber früh dran. Was hat Sie denn aufgeweckt? Und um Himmels Willen, was ist denn mit Ihrem Auge passiert? Irrelevant. Es gibt Arbeit. Herr Weiß, der Mann, den wir beschattet haben, ist seit vorgestern Morgen verschwunden. Das gibt's ja gar nicht. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Ja, genau das gilt es ja herauszufinden. Was hat das hier mit diesen Fotos auf der Pinnwand auf sich? Den einen Mann, den habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Der ist Rennfahrer, oder nicht? Rennfahrer? Bist du da sicher? Das ergibt ja sogar Sinn. Weißt du, wie er heißt? Nein, das nicht. Aber das lässt sich ja herausfinden. Wie denn das? Wir haben doch nur das Foto. Man kann bei Google auch Bilder rückwärts suchen. Warten Sie. Ich mache mit meinem Handy ein Foto und lade es hoch. Dann kann man suchen, was darauf zu sehen ist. Hier, Moment. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Da, das ist er. Karl Jena.
Er ist tatsächlich Rennfahrer, hier aus der Gegend, und hat hier an der örtlichen Rennstrecke das Fahren gelernt. Aktuell fährt er in der GT2-Klasse, beziehungsweise fuhr. Hier wird als Oberstes direkt ein Zeitungsartikel angezeigt. Er ist vor 2 Wochen bei einem Rennen tödlich verunglückt. Na, dann wird's ja jetzt spannend. Was macht denn sein Bild in diesem zweifelhaften Wettbüro? Was denn für ein Wettbüro? Ich berichtete ihm von den Ereignissen des Vorabends. Zunächst hatte ich noch Skrupel. Jedoch machte der Bursche einen aufgeweckten Eindruck und könnte vielleicht wirklich hilfreich sein. Und Sie haben den Barkeeper wirklich platt gemacht? Nein, nicht platt gemacht. Nur für einige Zeit außer Gefecht gesetzt. Aber das ist ja jetzt auch nicht wichtig. Jetzt weiß ich endlich, warum mir der Mann auf dem zweiten Bild so bekannt vorkam. Natürlich! Rennsport! Sein Gesicht war auf dem Cover von dem Motorsportmagazin abgedruckt, was Herr Weiß bei sich trug. Und jetzt schau dir das an. Diese Aufnahmen konnte ich hier von dem Wettbuch machen. Aha, verschiedene Namen. Tobias Fröhlich, Clemens Piecher, Paula Mohn, Tarek Mertens. Ah, das gibt's ja gar nicht. Rainer Weiß. Zahlreiche Einträge über ihn und alle mit beträchtlichen Wetteinsätzen. Ja, kein Wunder, dass sie Probleme haben, ihr Haus abzubezahlen. Es sieht aus, als hätte er sich durch die Wetten ziemlich hoch verschuldet. Ich frage mich, ob die Wettschulden von Herrn Weiß etwas mit diesen Verträgen und dem besagten Plan zu tun haben, über den er mit diesen Typen in der Bar gesprochen hatte. Tja, das erschließt sich mir auch noch nicht ganz. Möglich wäre es. Vielleicht ist er über seine Schulden bei den falschen Leuten in irgendwelche krummen Geschäfte reingeraten. Und? Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Im Prinzip hilft uns das hier nicht wirklich viel weiter. Aber wir haben noch einen weiteren Anhaltspunkt. Der Mann auf dem zweiten Foto. Kannst du herausfinden, was es mit ihm auf sich hat? Bin schon dabei. Aha. Da haben wir ihn. Markus Rode, 25. Ebenfalls Rennfahrer in der GT2-Klasse. Aber sonst nichts Auffälliges. Hier ein kurzes Interview, in dem er seine Bestürzung über den Tod seines Kollegen bekundet. Jedoch die Entscheidung des Rennkomitees begrüßt, die Saison wie geplant weiterlaufen zu lassen. Das nächste Rennen findet offenbar bereits dieses Wochenende statt. Tatsache. Hier im Wettbuch sind auch einige Wetten über eben dieses Rennen eingetragen. Und wie es der Zufall will, findet das Rennen auch hier, bei uns auf der Rennstrecke statt. Dann sollten wir uns diese Chance nicht entgehen lassen. Wir werden hingehen und ein paar Nachforschungen anstellen. Und vielleicht gelingt es uns sogar, diesem Markus Rode einige Fragen zu stellen. Und wie stellen wir das an? Lass mich nur machen. Ich habe da schon eine Idee. Die nächsten Tage nutzten wir für einige Vorbereitungen und die Ausarbeitung des Plans. In einem geeigneten Moment rief ich bei Frau Weiß an, um sie zu fragen, ob sie von den Wettschulden ihres Mannes wusste. Wie zu erwarten war, hatte sie keinen blassen Schimmer. Jedoch wurde ihr somit auch bewusst, wieso ihr Mann nicht mehr in der Lage war, das Haus zu finanzieren. Zeit aufnehmen? Ja, na klar. Jedes kleine Detail kann wichtig sein. Also pass auf. Da vorne werden gleich die Rennfahrer vorbeilaufen. Ich werde versuchen, mit meinem Mikrofon ein kurzes Interview mit Rode zu führen. Dies hier ist nämlich unsere beste Chance, an den Fahrer ranzukommen. Du stehst schräg hinter mir und hältst mit der Kamera voll drauf. Und wenn dich jemand fragt, sagst du, wir sind von Mein Kinzig TV. Jawohl, verstanden. Okay, dann auf geht's. Immer bei mir dranbleiben. Dort ist das Fahrerlager. Wow, es haben sich ja schon einige Journalisten dort versammelt. Wahrscheinlich wollen sie alle nochmal einen Kommentar zum Unglück aus dem letzten Rennen. Dann warten wir. Da, schauen Sie. Die Fahrer haben die Fahrerparade beendet und laufen nun zu den Garagen. Die Reporter stürzen sich ja wie ein Wespenschwarm auf die Fahrer. Das wird schwierig, da durchzukommen. Ja, aber sehen Sie Rode irgendwo? An seiner Nummer auf dem Anzug sollte man ihn eigentlich gut erkennen können. Nee, die Nummer 13 ist nicht dabei. Sein Gesicht fällt mir in der Menge nicht auf. Das ist ja merkwürdig. Was machen wir denn jetzt? Abwarten. Vielleicht kommt er ja nach. Da! Dreh dich mal um. 4 Uhr. Wenn das nicht unser Fahrer ist. Der signifikante mintgrüne Anzug mit der Nummer 13 drauf. Er hat seinen Helm schon auf und läuft wohl von der anderen Seite zum Fahrerlager.
Ein anderer Mann ist bei ihm. Warum ist er nicht bei der anderen? Komm mit, wir fragen ihn am besten selbst. Herr Rode, Birkholm von Mein Kindsich TV. Haben Sie Zeit für ein paar Fragen? Jetzt keine Fragen. Bitte gehen Sie in den Reporterbereich. Hier gibt es nichts zu sehen. Aber es wäre nur ganz kurz. Es geht um... Nein, verschwinden Sie. Sonst rufe ich die Security. Was war das denn? Tja, da hat's wohl jemand eilig. Und der Agent, oder wer das auch war, auch nicht sonderlich zuvorkommt. Aber finden Sie nicht auch, dass der Fahrer sich ziemlich merkwürdig benommen hat? Ja, schon. Aber ich fürchte, an diesem Punkt können wir jetzt auch nicht mehr machen. Unsere Chance haben wir leider verpasst. Komm, wir gehen zu unseren Plätzen und schauen uns das Rennen an. Und das taten wir auch. David und ich gingen zu unseren reservierten Plätzen und warteten auf den Start. Meine Aufmerksamkeit lag selbstverständlich voll bei Rode. Schon vor dem Start fiel mir auf, wie unkoordiniert er in sein Auto stieg. Doch richtig eigenartig wurde es erst, als die Ampel auf grün umsprang. Während alle anderen Fahrer von ihren Startpositionen wegfegten und bis zur ersten Kurve beschleunigten, machte Rode das genaue Gegenteil. Und damit meine ich nicht, dass er den Start einfach nur verschlafen hatte. Er blieb gefühlt mit seinem Auto stehen. Als er die erste Kurve erreichte, war bereits der Fahrer in der letzten Startreihe an ihm vorbei. Und auch danach lief es alles andere als rund. Ich bin zwar kein großer Motorsportfan, aber selbst mir fiel auf, dass er alles andere als in der Idealspur fuhr. Mal ganz davon abgesehen, dass das reine Tempo selbst auf der Geraden eher einer gemütlichen Spazierfahrt glich als einem Rennen. Ich sah nach links und nach rechts. Die merkwürdige Fahrt von Rode sorgte wohl nicht nur bei David und mir für große Verwirrung. Bereits nach 4 Runden wurde Rode von dem Führenden überrundet. In der Zeit danach schien er sich aber ein wenig gefangen zu haben. Wobei, gefangen ist wohl das falsche Wort. Er wurde zwar teilweise schneller, jedoch stimmte weder die Ideallinie noch der Bremsmoment. Neben mir regte sich ein Reporter tierisch darüber auf, wieso Rode trotz seiner offensichtlichen technischen Probleme nicht in die Box fuhr. Und dann, kurz bevor der Wagen nach einer längeren Geraden dabei war abzubremsen, passierte es. Um Himmels Willen! Der Wagen! Er ist von der Strecke abgekommen, über das Kiesbett geschlittert und die Mauer gefahren. Verdammte Scheiße! Der Wagen hat Feuer gefangen. Es hüllt schon fast das komplette Auto ein. Da kommen schon die Rettungskräfte. Der eine spielt bereits mit dem Feuerlöscher auf die Flammen. Oh Mann, hoffentlich geht das gut aus. Das tat es nicht. Die Rettungskräfte konnten zwar das Feuer ebenso schnell löschen, wie es entstanden ist, jedoch war der Einschlag in die Mauer so heftig gewesen, dass der Fahrer noch auf der Strecke seinen Verletzungen erlag. Das Rennen wurde darauf sofort abgebrochen. Ich sah mich um. Tief betroffene Zuschauer standen zum Teil wortlos auf und verließen die Tribüne, unter allgemeinem leisem Stimmengewühr. Ich schaute in Davids Gesicht. In seiner versteinerten Miene konnte ich seinen Schockzustand gut ablesen. Ich machte mir Vorwürfe, dass ich ihn hierher mitgenommen hatte. Andererseits konnte ich ja nicht ahnen, dass wir hier miterleben mussten, wie ein Mensch sein Leben verliert. Ich schickte David nach Hause und fuhr selbst nochmal ins Büro, um nochmal in Ruhe nachzudenken. Als ich mit meinen Gedanken nicht weiterkam, schaltete ich den kleinen Röhrenfernseher ein, um zu sehen, ob es in den Nachrichten schon neue Informationen gab. Nicht geklärt, ob der tödliche Unfall des Rennfahrers Markus Rode technischem oder menschlichem Versagen geschuldet ist. Der Rennverlauf vor seinem Unfall lässt darauf schließen, dass er mit massiven technischen Problemen an seinem Wagen zu kämpfen hatte. Jedoch wurde dies noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Augenzeugenberichten nach soll sich Rode jedoch schon vor dem Rennen äußerst merkwürdig verhalten haben, sodass der Einfluss von Alkohol oder Drogen nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Obduktion des Leichnams wurde entsprechend beantragt.
Zurzeit wird darüber spekuliert, ob die Rennserie unterbrochen werden soll, da es bereits vor 2 Wochen schon zu einem tödlichen Unglück kam. Vorwürfe nach mangelnden Kontrollen und zu hoher psychischer Belastung für die Fahrer werden laut. Und nun zum Wetter. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Birkholm, mein Name. Tut mir leid, dass ich hier so reinplatze, aber die Tür war offen. Hätten Sie kurz Zeit, mir einige Fragen zu beantworten? Guten Tag. Worum geht es denn? Es geht um den Rennfahrer Markus Rode, der gestern tödlich verunglückt ist. Da gibt es ein paar Unklarheiten, die ich gerne klären würde. Tut mir sehr leid. Wir sind hier in einer Gerichtsmedizin und nicht in einer Bibliothek. Ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen. Sie verstehen. Nun sehen Sie... Ich bin Privatdetektivin und ermittle momentan in einem Fall, welcher unmittelbar mit dem Unglück von Herrn Rode zu tun haben könnte. So, so. Stimmt es denn, dass er tatsächlich unter Drogeneinfluss stand? Nun, wie gesagt, Vorschrift ist nun mal Vorschrift. Entweder Sie sind hier von der Gerichtsmedizin oder Sie sind von der Kripo. Ansonsten sind Sie nicht befugt, hier Informationen einzuholen. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, die Überreste einer Wasserleiche wischen sich schließlich nicht von selber auf. So etwas hatte ich schon erwartet. Die Befugnisse eines Privatdetektivs halten sich leider in Grenzen. Immer der gleiche Mist. Zu diesem Zweck hatte ich immer 2, 3 Trümpfe im Ärmel. Ich tat so, als ob ich die Tür des Gebäudes aufmachen würde, schlich jedoch leise wieder zurück und sah mich nach einer Kaffeeküche um. Nach kurzer Suche fand ich das, was ich gesucht habe. Ich ging zur halbvollen Kaffeekanne, nahm ein kleines Fläschchen aus meinem Mantel und ließ das weiße Pulver in die Kaffeekanne rieseln. Nach getaner Arbeit stieg ich leise auf die Toilette und schloss mich in einer Kabine ein. Nun musste ich nur noch abwarten. Und keine 20 Minuten später... Uiuiui, ich wusste doch, dass in der Wischsuppe was nicht in Ordnung war gestern. Oh, jetzt aber schnell. Betätigte meine Klospülung, wusch mir die Hände, verließ rasch den Toilettenraum und bewegte mich in Richtung Obduktionssaal. Ich hatte Glück. Außer diesem fragwürdigen Doktor arbeitete dort momentan niemand. Auch der Obduktionstisch war leer. Also ging ich zum Schreibtisch, auf dem einige Akten lagen, die ich rasch überflog. Die letzte Akte war ein Treffer. Markus Rode. Ich schlug sie auf und erstarrte. Ich blickte auf das angeheftete Foto und konnte meinen Augen nicht trauen. Nach einigen Augenblicken löste ich mich aus meinem Schock. Ich entnahm der Akte die Nummer des Kühlfachs und öffnete ohne lang zu fackeln die entsprechende Schublade, in der der Leichnam lag. Ich konnte es nicht fassen. Oh mein Gott, das darf doch nicht... Das ist nicht Markus Rode. Das ist Herr Weiß. Kann ich mir momentan auch noch nicht erklären. Fest steht nur, dass hier noch mehr Leute drinstecken, als wir bisher wussten. Wie meinen Sie das? Na, dieser Doktor. Er scheint ja offenkundig zu vertuschen, dass es sich bei der Leiche nicht um Markus Rode handelt. Leider sind wir an dieser Stelle vollkommen machtlos. Schließlich bin ich nicht gerade auf legalem Weg an diese Information geraten. Stimmt. Oh Mann, ich fass es nicht. Heißt das, dass es die ganze Zeit Herr Weiß war, den wir gestern auf der Rennstrecke gesehen haben? Das wäre theoretisch möglich. Und würde zumindest einiges erklären, was sein Verhalten gestern betrifft. Aber ziehen wir hier keine voreiligen Schlüsse. Und nun pass auf, das ist noch nicht alles. Der Leichnam hatte ein sehr auffälliges Brandmal auf der Brust. Könntest du für mich recherchieren, was es damit auf sich hat? Na klar, ich gebe mein Bestes. Wie sah es denn aus? Es war ein Symbol aus 3 Bestandteilen, alle direkt untereinander. Oben ein nach oben gerichtetes Dreieck, direkt darunter ein einfaches Kreuz und unten 3 Kreise, die in einem nach unten zeigenden Dreieck angeordnet sind. Ähnlich dem Kreuz auf einem einfachen Spielkartenblatt. Alles klar. Hab das notiert.
Ich mache mich gerade auf den Weg zu Frau Weiß. Sie sollte die Wahrheit erfahren. Das wird kein leichtes Gespräch. Wir sehen uns dann heute Nachmittag. Nanu, Frau Birkholm, was machen Sie denn hier? Gibt es Neuigkeiten? Guten Tag, Frau Weiß. Ich muss dringend mit Ihnen reden. Darf ich reinkommen? Wie bitte? Ach, natürlich, Verzeihung. Klar, kommen Sie rein. Da, bitte, setzen Sie sich. Danke. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Machen Sie sich keine Umstände. Ich möchte auch gleich zur Sache kommen. Es geht um Ihren Mann. Haben Sie ihn gefunden? Ist er wieder aufgetaucht? Haben Sie eine Spur? Frau Weiß, das, was ich Ihnen mitteilen muss, wird nicht leicht für Sie sein. Ich habe Ihren Mann gefunden. Er ist tot. Aber wie... Ich verstehe nicht, wie kann denn... Wissen Sie denn... Oh nein, das darf doch nicht... Rainer! Frau Weiß, so schwer es Ihnen jetzt fällt, ich muss Sie bitten, noch in dieser Angelegenheit die Ruhe zu bewahren. Die Umstände sind noch höchst rätselhaft. Ich verstehe nicht. Was wollen Sie mir damit sagen? Nun, die Sache ist kompliziert und die Zusammenhänge liegen noch im Dunkeln. Gestern ist bei dem örtlichen Grand Prix der Rennfahrer Markus Rode tödlich verunglückt. Ihr Mann, Rainer Weiß, liegt an seiner Stelle im Leichenschauhaus. Die Hintergründe sind allerdings unbekannt und es scheint so, als würde auch von offizieller Seite einiges vertuscht werden. Ich selbst bin nur auf nicht ganz legale Weise an diese Informationen gelangt, weshalb mir die Hände gebunden sind. Noch kann uns die Polizei hier nicht helfen. Rainer, in was ist er da bloß hineingeraten? Weißt du, ich kann meinen Mann nicht mal beerdigen? Zumindest noch nicht. Ich werde alles daran setzen, diesen Fall so schnell wie möglich aufzuklären und für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich verspreche Ihnen, dass sich alles aufklären wird. Solange muss ich Sie aber leider darum bitten, die Füße stillzuhalten. Oh Gott, Rainer. Und somit habe ich herausgefunden, dass das Symbol das Erkennungsmerkmal eines Syndikats mit dem klangvollen Namen Dionysos ist. Der Name stammt von dem griechischen Gott Dionysos, der unter anderem der Gott des Wahnsinns und der Ekstase ist. Die Kreise unten an dem Symbol sollen an Weintrauben erinnern. Hervorragend! Gute Arbeit! Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was es mit diesem Syndikat auf sich hat. Schon passiert. Also, diese Organisation Dionysos, die gibt es wohl schon sehr lange. Ihre Wurzeln ragen bis ins Mittelalter zurück. Damals war es eine elitäre Gemeinschaft an reichen Kaufleuten, Adelsleuten und Klerikern, die ihr Geld bei Ritterspielen verwetteten. Schon wieder wetten? Ja, ja. Jedoch ist vieles über die Organisation nicht bekannt. Doch Gerüchten zufolge existiert sie bis heute. Ihre letzte Erwähnung in der Presse, die ich finden konnte, war ein Banküberfall in den 50er Jahren, bei dem ein Räuber, den man schnell festnehmen konnte, wirres Zeug über diese Organisation sprach. Jedoch konnte man dies nicht genau untersuchen, da der besagte Räuber sich nach kurzer Zeit in seiner Zelle erhängte. Es wird darüber spekuliert, dass diese Gemeinschaft mit der Zeit eine kriminelle Organisation geworden ist, die im Untergrund agiert. Wirkliche Informationen darüber gibt es allerdings nicht. Wow, ich hab dich wohl unterschätzt. Meine Hochachtung. Danke? Ich versuche nur, behilflich zu sein. Nun müssen wir herausfinden, wie das alles zusammenhängt. Also, rekapitulieren wir. Fangen wir bei Herrn Weiß an.
Dieser scheint ja offenbar, wenn man einen Blick in die Wettbücher wirft, eine beachtliche Menge an Schulden in einem Wettbüro angehäuft zu haben. Gleichzeitig jedoch begibt er sich dorthin, um zwielichtige Geschäfte abzuwickeln. Heißt das vielleicht, dass er für dieses Wettbüro arbeitet? Vielleicht arbeitet er für das Wettbüro, um seine Schulden abzubauen? Das wäre gut möglich. Wir wissen leider überhaupt nicht, was das für Geschäfte sind. Jedoch wissen wir, dass Herr Weiß wohl Mitglied oder wenigstens Angestellter dieses Syndikats war. Was wir aus dem Brandmal auf seinem Körper schließen können. Du hattest doch erwähnt, dass diese Organisation hauptsächlich Wetten untereinander abgeschlossen hat. Ja, korrekt. Ja, das kann doch kein Zufall sein. Das Wettbüro hat irgendwas mit dem Syndikat zu tun. Ist es ein Überbleibsel oder vielleicht eine Art Zweigstelle? Das lässt den Schluss zu, dass Herr Weiß tatsächlich für das Wettbüro krumme Dinge gedreht hat. Und vermutlich nicht ganz freiwillig. Aber was hat er gemacht und wie hängt das mit dem Rennfahrer zusammen? Was Herr Weiß da getrieben hat, gilt es noch herauszufinden. Aber bleiben wir bei dem Rennfahrer, Markus Rode. Dieser ist ja scheinbar bei dem Rennen verunglückt. Jedoch haben wir die Leiche von Herrn Weiß, die als Rode ausgegeben wird. Alle Hinweise sprechen tatsächlich dafür, dass er es war, der an Rodes Stelle das Rennen gefahren ist. Die Kopfverletzung und die leichten Brandwunden sowie das stümperhafte Rennen zuvor. Das kann ich gar nicht glauben. Dann sahen wir tatsächlich Herrn Weiß vor uns stehen, kurz bevor er verstarb. Und wer war dieser Typ, der bei ihm war? Wenn ich so darüber nachdenke... Ja, der Typ! Die Stimme, die kam mir gleich so bekannt vor. Das könnte der gleiche Kollege gewesen sein, mit dem sich Herr Weiß in dem Wettbüro getroffen hat, an dem Abend, als wir ihn über das Abhörgerät belauscht haben. Ja, dann gilt's wohl, zwei wichtige Fragen zu klären. Erstens, was hat das Wettbüro bzw. diese Organisation mit den Fahrern zu tun? Und zweitens, wo ist eigentlich der echte Markus Rode abgeblieben? Der hätte sich ja eigentlich längst in den Medien zu Wort melden müssen. Schließlich hält ihn ja alle Welt für tot. Wir haben bisher leider keine Spur, die wir verfolgen können. Haben wir sonst noch was? Ich bin sämtliche Medien durchgegangen. Bisher ist immer noch nicht klar, wie es zu dem Unfall von Herrn Weiß kommen konnte. Aber dabei ist mir auch aufgefallen, dass es bereits zu dem Unfall von vor 2 Wochen so gut wie keine Informationen gibt. Es hieß zwar mal, dass es ein technischer Defekt gewesen war, aber was genau und ob der Rennstall diesen Fehler für seine anderen Autos abgestellt hat, darüber wird nichts berichtet. Alles recht dubios, wenn Sie mich fragen. Interessant. Dann nehmen wir doch mal an, dass auch der zweite Unfall ein technischer Defekt war und keine Substanzen oder ähnliches im Spiel waren, wie es die Medien vermuten. Schließlich wissen wir ja jetzt, dass es Herr Weiß war, der sich so merkwürdig verhalten hat. Dann wäre es doch ein gewaltiger Zufall, dass ausgerechnet die Fotos von beiden Fahrern in einem Wettbüro hängen, von denen die Rennwagen wenig später verunglücken, oder? Meinen Sie, dass auch bei dem ersten Unfall eine andere Person im Auto gesessen haben könnte? Gute Idee. Jedoch war in dem ersten Rennen nie die Rede davon, dass sich der Fahrer seltsam benommen hat oder schlecht gefahren ist. Zur Sicherheit sollten wir uns aber das Rennen nochmal in einem Video ansehen. Aber nein, ich denke eher, dass es darum geht, die Fahrer mit Absicht verunglücken zu lassen. Meinen Sie das ernst? Man könnte sogar sagen, todernst. Und wie geht's jetzt weiter? Finde mal eben schnell heraus, wo sich das Werk des Rennstalls befindet, die den ersten Unfall hatten. Ich will mich da ein bisschen umhören und schauen, ob ich an mehr Informationen komme. Alles klar. Die Adresse ist Karl-Benz-Straße, 12 bis 18. Und was mache ich so lange? Du hältst dir die Stellung. Wenn ich deine Hilfe brauche, melde ich mich bei dir. Stieg ich ins Auto und machte mich auf den Weg. In meinem Kopf schmiedete ich bereits einen Plan, mich durch ein Fenster oder die Hintertür in die Werkstatt zu schleichen, um mich dort im Büro ein wenig umzuschauen, um an Insider-Informationen zu kommen. Als ich jedoch bei der Adresse ankam, zerschlug der Anblick meinen Plan mit einem Schlag. Ach Mann, ich hätte mir aber auch echt denken können, dass es sich bei dem Werk eines Rennstalls nicht um eine kleine Werkstatt samt Zigarettenschwaden in der Garage und Pornokalender an den Wänden handelte. Das Gelände, auf das ich zusteuerte, war ein riesiger, moderner Komplex aus großen Hallen und Gebäuden, allesamt durch einen hohen Zaun nach außen hin abgetrennt. Eine gewaltige Schranke mit Pförtnerhäuschen versperrte den Zugang über die breite Zufahrt. Ich musste also improvisieren. So legte ich mir ein paar Sätze im Kopf zurecht und fuhr entschlossen mit offenem Fenster vor zur Einfahrt.
Tag, wo wollen Sie denn hin? Guten Tag, mein Name ist Christiane Schmitz von der KZU. Ich habe einen Termin mit der Hallenleitung. Warten Sie kurz, Schmitz war der Name? Mhm. Also ich sehe hier nichts eingetragen, merkwürdig. Es ist sehr dringend. Ich habe den Termin heute Morgen persönlich vereinbart. Nee, da muss ich Frau Ort erst anrufen, sonst geht hier gar nichts. Hören Sie mal, die Sache ist wirklich dringend. Haben Sie denn eine Ahnung, mit wem Sie hier reden? Entweder Sie bringen mich auf der Stelle zu Frau Ort oder Ihre Karriere als Pförtner nimmt ein jähes Ende. Haben Sie mich verstanden? Ja, gut. Dann kommen Sie mal mit. Ja, bitte? Das ist Frau Schmitz. Sie behauptet, einen Termin bei Ihnen zu haben? Ja, vielen Dank. Sie können jetzt auch gehen. Frau Ort, ich darf doch sicher reinkommen. Dankeschön. Okay, wer zur Hölle sind Sie und was haben Sie in meinem Büro verloren? Ich bitte um Entschuldigung für meine Aufdringlichkeit, aber ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Sie haben genau 5 Sekunden Zeit, sich zu erklären, sonst rufe ich die Polizei. Hören Sie, mein richtiger Name ist Birkholm. Ich bin Privatdetektivin und mein aktueller Auftrag ist eng mit den tödlichen Unfällen der vergangenen Rennen verknüpft. Dazu habe ich ein paar Fragen. Auch das noch? Hören Sie, ich habe für so einen Quatsch nun wirklich keine Zeit. Wir sind hier momentan krankheitsbedingt massiv unterbesetzt und zu allem Überfluss ist auch noch ein Mechaniker verschwunden. Und wegen den Unfällen sitzt mir eh schon die ganze Zeit die Presse im Nacken. Wenden Sie sich doch an die, wenn Sie was wissen wollen. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Moment, langsam. Was sagten Sie da? Einer der Mechaniker ist verschwunden? Das ist ja interessant. Hatte denn eben dieser Mechaniker auch an dem vor 2 Wochen verunglückten Wagen gearbeitet? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das sind vertrauliche Informationen. Verstehe, aber denken Sie doch mal drüber nach. Wäre das der Fall, könnte das Verschwinden mit dem Unfall zusammenhängen. Ich bitte Sie, wenn Sie mir den Namen des Mechanikers nennen, kann ich versuchen, mehr über die Geschehnisse herauszufinden und seinen Aufenthaltsort ermitteln. Das ist ja auch in Ihrem Interesse. Na gut, der Mitarbeiter heißt Clemens Picher und er ist seit 10 Tagen nicht mehr zur Arbeit erschienen. Die Adresse darf ich Ihnen aus Datenschutzgründen aber nun wirklich nicht geben. In Ordnung. Darf ich trotzdem fragen, um welchen Defekt genau es sich bei dem verunfallten Wagen gehandelt hat? Aus den Pressemeldungen geht das nicht eindeutig hervor. Ja, das ist es ja. Den Bericht dazu hätte mir eigentlich Herr Picher vorlegen müssen, was er durch seine Abwesenheit nun leider nicht getan hat. Und von den externen Gutachtern hat sich auch noch keiner blicken lassen. Aber nun reicht es wirklich. Ich habe noch eine ganze Menge Arbeit zu tun. Wenn Sie mich also bitte entschuldigen würden. Schon gut. Ich habe soweit alles, was ich wollte. Wenn ich Ergebnisse über Ihren Mitarbeiter habe, melde ich mich. Ciao. Zur Sache. Ich brauche deine Hilfe. Du musst etwas über einen gewissen Clemens Picher herausfinden. Der ist Mechaniker in dem Werk, was ich eben besucht habe, und seit 2 Wochen verschwunden. Ich benötige die Adresse, Telefonnummer, ach, und eben alles, was sich auftreiben lässt. Ich weiß nicht genau woher, aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Haha, ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ich sehe den Namen direkt vor mir. Clemens Picher. Er ist einer der Personen aus dem Wettbuch. Sein Name steht nur wenige Zeilen über Rainer Weiß. Na, das ist ja mal ein starkes Stück. Die Verbindungen zwischen Wettbüro und den Unfällen häufen sich. Ich kann, wenn Sie möchten, auch die anderen Namen überprüfen. Vielleicht hängt die ja auch irgendwie mit den Ereignissen zusammen. Ja, mach das. Unklar ist jedoch, welche Rolle Herr Weiß in der Geschichte spielt. Ich fahre nun zu seinem Arbeitsplatz und versuche dort etwas in Erfahrung zu bringen. Mir mag zwar einleuchten, dass Mechaniker im Rennsport einen wichtigen Auftrag erfüllen, aber Herr Weiß ist ein Versicherungsvertreter. Von dieser Seite haben wir den Fall noch gar nicht betrachtet. Mal sehen, was ich in diesem Büro herausfinden kann. Guten Tag. Ich habe Post für Herrn Weiß. Aber gerne doch. Ich lege den Umschlag in sein Postfach.
Das geht leider nicht. Ich wurde instruiert, den Umschlag ausschließlich persönlich zuzustellen, samt Unterschrift von Herrn Weiß. Wo finde ich sein Büro? Verstehe. Einen Moment bitte. Rainer Weiß, richtig? Genau. Sein Büro ist Zimmer Nummer 312 im dritten Stockwerk. Soll ich jemanden mit Ihnen raufschicken? Vielen Dank, ich finde mich schon allein zurecht. Sobald sich die Aufzugtüren geschlossen hatten, steckte ich den gelben Briefumschlag zurück in meinen Mantel. Manchmal sind die einfachsten Tricks eben doch die besten. Im dritten Stockwerk angekommen, machte ich mich auf die Suche nach dem Büro. Die Nummer 312 war das letzte Zimmer des Gangs. Unauffällig blickte ich mich um. Der Flur war leer. Allerdings stand am anderen Ende des Ganges ein Putzwagen. Ich horchte auf. Es schien zum Glück keine Putzkraft in der Nähe zu sein. Also beugte ich mich zum Schlüsselloch herunter und öffnete das Schloss geschwind mit einem Dietrich. Rasch verzog ich mich in das leere Büro und zog die Tür hinter mir zu. Puh, so weit, so gut. Was haben wir denn hier? Nur belangloses Zeug. Mal schauen, was der PC hergibt. Ach, schade. Der Computer war heruntergefahren. Und ist Passwort geschützt. Oh Mann, auch das noch. Wie wäre es mit Passwort? Naja, wäre auch zu schön gewesen. Vielleicht ein bisschen geistreicher. Probieren wir es doch mal mit Dionysos. Ach Mist. Okay, mal nachdenken. Rainer Weiß ist Mitte 50 und seit 25 Jahren verheiratet. Was ist also das Wichtigste für ihn? Seine Frau. Eloise. Bingo. Volltreffer. So, dann schauen wir uns mal die zuletzt verwendeten Dateien an. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Nanu? Was ist das denn hier? Aha. Ah. Aha. Na, das ist ja mal was. Unfassbar. Ich glaube, das ist es. Das ist das fehlende Puzzleteil. Saubere Arbeit. Das passt perfekt. Ja. Aber das war noch nicht alles. Ich habe noch eine ganze Weile herumtelefoniert. Dabei habe ich in Erfahrung bringen können, wer der Besitzer der kleinen Kneipe ist, in der sich das Wettbüro befindet. Es ist eine Firma mit dem klangvollen Namen Digital Online Yorkshire Sector of Security. Bitte was? Was ist das denn für ein fragwürdiger Name? Ist denen nichts Besseres eingefallen? Was soll das denn überhaupt heißen? Na, fällt es Ihnen nicht auf? Auffallen? Was meinst du? Digital Online Yorkshire Sector of Security. Wenn man von den ersten beiden Wörtern die ersten beiden und von dem Rest den ersten Buchstaben nimmt und das zu einer Abkürzung zusammenführt. Dionysos. Ja, das ist es. Das Wettbüro wird also von dem Syndikat geführt. Ganz genau. Und nicht nur das. Auf diesen Firmennamen sind noch eine ganze Reihe anderer Immobilien angemeldet. Dem eigenen schicken Willen in der ganzen Stadt auch das Thoas-Gebäude. Das ist der Wolkenkratzer in der Innenstadt. Thoas ist übrigens in der griechischen Mythologie der Sohn des Dionysos. Ja, das wundert mich jetzt gar nicht mehr. Dann können wir uns ja auch denken, wo die Bande ihr Hauptquartier hat. Du, pass mal auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich seit Beginn unseres Telefonats verfolgt werde. Hinter mir fährt die ganze Zeit ein schwarzer Lamborghini mit getönten Scheiben. Wenn ich so drüber nachdenke, ist mir der Wagen schon heute Mittag bei dem Werk aufgefallen. Aber warum sollte denn jemand verfolgen? Naja,
Offenbar sind wir mit unseren Ermittlungen einigen Leuten auf den Schlips getreten. Alleine meine Aktion in der Kneipe wird für einige Aufmerksamkeit gesorgt haben. Ach, verdammt. Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Mit diesen Leuten ist bestimmt nicht zu spaßen. Was werden sie tun? Kann ich ihnen irgendwie helfen? Kannst du, indem du jetzt umgehend deine Sachen packst und schleunigst nach Hause gehst. Wenn die mich gleich verfolgen, wissen die bestimmt auch, wo meine Detektei ist. Vielleicht wird diese auch schon beschattet. Aus diesem Grund solltest du da schnell verschwinden. Die Sache wird zu brenzlig. Was machen sie? Ich werde... Verdammte Scheiße! Die schießen auf mich! Ich muss jetzt auflegen! Aber... Keine Zeit! Geh nach Hause, Junge! Und rühr dich nicht vom Fleck! Wie eine Besenkte hackte ich aufs Gas und schoss durch die Straßen, mein Verfolger dicht hinter mir. Mein alter Hasenkasten hatte jedoch gegen den Sportwagen kaum eine Chance. Er musste sich kaum anstrengen, um dran zu bleiben. Meine Gedanken und mein Puls rasten. Da sein Auto breiter war als meins, versuchte ich, ihn in engen Gassen abzuschütteln, jedoch ohne Erfolg. Der Verfolger blieb hartnäckig und scheute sich nicht, Mülltonnen und Briefkästen in seinem Weg umzureißen. Ich sah, wie die Bilder vor meinen Augen langsam verschwammen. Ich suchte krampfhaft nach einem Ausweg, als ich vor mir einen Bahnübergang erblickte. Die schweren Schranken hatten sich gerade geschlossen. Ohne weiter darüber nachzudenken, raste ich auf die Gegenfahrbahn an den bereits wartenden Autos vorbei und schlängelte mich zwischen den Schranken durch. Der heranrasende Güterzug verfehlte meinen Wagen nur um Zentimeter. Aber dem Verfolger blieb der Weg versperrt. Oh, Scheiße, war das knapp. Nichts wie weg hier. Nur das Wichtigste zusammenpacken und dann ab in ein ranziges Motel. Was ist das hier? Ein Briefumschlag. Offenbar unter der Tür durchgeschoben. Das. Mitternacht. Fahrerlager Rennstrecke. Keine Polizei. Sonst sehen sie ihren kleinen Watson im Leichenschauhaus wieder. So eine verfluchte Scheiße! Ah, das ist alles meine Schuld! Halte durch, Junge! Ich bin unterwegs! Pünktlich auf die Sekunde. Bitte treten Sie ein. Wo ist David? Was haben Sie mit ihm gemacht? Dem kleinen Scheißer geht es den Umständen entsprechend gut. Setzen Sie sich doch bitte erstmal. Und Sie? Sind Sie hier denn wohl das Oberhaupt von Dionysos? Mitnichten. Man könnte mich eher als rechte Hand bezeichnen. Ich bitte Sie noch einmal, setzen Sie sich doch. Ich habe keine Lust auf diese Spielchen. Oh, wie schade. Wir aber schon. Und wir machen hier die Spielregeln. Vielleicht wecken wir Ihren Spieltrieb, nachdem Sie das hier gesehen haben. David! Oh mein Gott! Wie haben Sie ihn zugerichtet? Keine Angst. Er befindet sich noch unter den Lebenden. Jedoch gebe ich zu, dass er widerspenstiger ist, als sein Äußeres vermuten lässt. Deswegen mussten wir leider von dem Knüppel Gebrauch machen. Ihr Schweine! Was wollt ihr eigentlich von uns? Ja, gute Frage. Was wollen wir eigentlich von Ihnen? Nun, im Prinzip seid ihr uns einfach nur im Weg. Ich könnte euch mit einem Fingerschnipsen vom Antlitz der Welt tilgen.
Aber wir wollen die Gelegenheit nutzen, ein kleines Spielchen zu spielen. Was denn für ein Spiel? Was soll der ganze Bullshit? Sehen Sie diesen Wagen hier? Wir haben ein wenig daran rumgeschraubt. Leider sind unsere besten Mechaniker zurzeit unpässlich und wir haben daher unseren Praktikanten daran werkeln lassen. Nun, sagen wir mal so, wenn der Wagen einmal rollt, bleibt er so schnell nicht mehr stehen. Aber das merken Sie ja gleich selbst. Was? Nun, Ihre einzige Aufgabe besteht darin, eine einzelne Runde mit diesem Wagen auf der Rennstrecke zu drehen. Gelingt Ihnen das, lassen wir Sie beide frei. Aber jetzt kommt das Spaßige an der Sache. Sie kennen diesen grandiosen Film aus den 90ern? Speed? Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber ich schweife ab. Nun, nachdem Sie den Wagen beschleunigt haben, dürfen Sie in der Runde nicht langsamer als 80 km/h werden. Ihre Daten haben wir über den Monitor genau im Blick. Sobald Sie auf der Runde diese Marke unterschreiten, wird mein geschätzter Kollege hier die Schärfe seines neu erworbenen Springmessers hier an dem Körper Ihres Praktikanten testen. Unterschreiten Sie diese Geschwindigkeit ein zweites Mal, Game over. Was ist das für eine kranke Scheiße? Wir tun das alles nur für die Zuschauer oben in der VIP-Lounge. Wir alle in unserer bescheidenen Wettgemeinschaft haben Wetten über den Ausgang dieses einzigartigen Schauspiels abgeschlossen. Und ich kann Ihnen versichern, so waren die Einsätze noch nie. Wetten? Dabei ging es doch gar nicht um Wetten. Es ging doch von Anfang an nur um Versicherungsbetrug. Sie haben den verschuldeten Rainer Weiß ausgenutzt, um diverse Verträge über enorme Lebensversicherung von Rennfahrern abzuschließen. Er als Versicherungsfachmann auf diesem Gebiet konnte diese fragwürdigen Verträge ohne weiteres durchwinken. Im Anschluss daran haben Sie die Autos gezielt verunglücken lassen und die Versicherungssumme kassiert, da Ihre kleine Organisation durch die Hilfe von Herrn Weiß begünstigt war. Und auch die Sabotage an den Autos war kein Problem, da Sie auch auf die bei Ihnen hochverschuldeten Mechaniker ausreichend Druck ausüben konnten. Ist es nicht so? Nun, ich gebe zu, Sie sind sehr gut informiert. Nur in einem Punkt liegen Sie leider falsch. Es geht immer nur um Wetten. Klar, das kleine Spiel mit dem Versicherungsfuzzi diente nur dazu, mehr Geld in die Organisation zu treiben. Aber ohne Geld lassen sich schlecht Wetten abschließen. Unsere Hauptintention war es schon immer, unser kleines, aber lustiges Hobby ausüben zu können. Und warum musste Herr Weiß dann sterben? Damit haben Sie doch nur Ihre Einnahmequelle abgeschnitten. Gott habe ihn selig. Der Gute war einfach zu gescheit für diese Welt. Ihn hat sein schlechtes Gewissen übermannt. Er hatte Markus Rode vor seinem Schicksal im anstehenden Rennen gewarnt, sodass dieser heimlich die Flucht ergriff. Naja, weit ist er ja nicht gekommen. Die Wette, wo wir ihn finden, habe übrigens ich gewonnen. Gab ein hübsches Sümmchen. Jetzt aber genug der Worte. Husch, husch, ab ins Auto mit ihnen. Wenn viel Geld im Spiel ist, werden unsere Mitglieder schnell ungeduldig. Das ist Wahnsinn! Ihr seid doch alle krank! Das wissen wir. Wir haben auch eine Wette am Laufen, wer als erstes aufgrund seiner Spielsucht eingewiesen wird. Ach ja, wenn Sie dem kleinen Jüngling hier noch etwas sagen möchten, dann jetzt. Vielleicht ist das Ihre letzte Gelegenheit. David! David, hörst du mich? Es tut mir leid, dass ich dich in die Sache mit reingezogen habe. Ich verspreche dir, ich hole uns hier wieder raus. Oh, das ist ja herzergreifend. Genug jetzt, ab in den Wagen. Auf Ihrem Beifahrersitz liegt ein Headset. Ziehen Sie das auf, darüber bleiben wir dann in Kontakt. Verstanden. Wo ist denn mein Helm? Husch, husch, auf jetzt. Na schön. Okay, okay, okay. Ruhe bewahren. Du schaffst das. Versagen ist keine Option. Nun wurde mir schlagartig bewusst, wie Herr Weiß sich gefühlt haben muss, kurz bevor er auf die Strecke fuhr, in der Gewissheit seines fast sicheren Todes. Mit zitternden Händen umklammerte ich das Lenkrad und sah mich im Fahrercockpit um. Da das Auto in keiner hochklassigen Rennserie fuhr, ähnelte es stark einem normalen PKW.
Ich suchte eine Weile nach dem Schaltknüppel, bis mir auffiel, dass hinter dem Lenkrad kleine Schalter für die Zeigefinger angebracht waren. Wird es heute noch was? Wenn Sie noch länger trödeln, brauchen Sie gar nicht erst loszufahren. Ja, ja. Ich musste mich erst mal zurechtfinden. Ich fuhr also los. Nach einer kleinen Ausfahrt fuhr ich auf die Rennstrecke auf und beschleunigte. Ein flüchtiger Blick auf den Tacho zeigte mir, dass ich soeben die 80 Kilometer pro Stunde überschritten hatte. Nun gab es kein Zurück mehr. So, da wünsche ich Ihnen im Namen unserer Gemeinschaft viel Spaß. Genießen Sie die Fahrt. So ein Arschloch! Die Strecke fing zum Glück human an. Ich war mittlerweile schnell genug, um in der ersten leichten Kurve sachte die Bremsen zu betätigen. Wie aber leider zu erwarten, blieb jegliche Wirkung aus. Kalter Angstschweiß bildete sich auf meiner Stirn und ich begann noch stärker zu zittern. Trotzdem gelang es mir, heil die Kurve zu durchfahren. Fabelhaft! Dass Sie eine gute Fahrerin sind, hat man mir schon berichtet. Aber leichter wird es ab hier nicht. Ich wusste genau, was er meinte. Da wir die Rennstrecke bereits besucht hatten, war mir klar, dass die zweite Hälfte der Runde die größere Herausforderung ist. Besonders die enge Haarnadelkurve kurz vor der Zielgeraden. Ich sagte mir immer wieder, bloß nicht zu langsam werden, bloß nicht zu langsam werden. Dabei wusste ich genau, dass jede Kurve ohne Bremse eine Todesfalle war. Ausgezeichnet! Die erste Hälfte haben Sie schon geschafft. Vielleicht überleben Sie es ja doch. Doch dann geschah es. Vor mir erschien die Schikane, eine enge S-Kurve. Ich wusste, dass ich mit meiner aktuellen Geschwindigkeit ins Schleudern geraten würde. Also ging ich instinktiv vom Gas runter und fuhr in die Kurve ein. Es traf mich wie ein Blitzschlag, als ich im Augenwinkel sah, dass die Nadel des Tachos die 80 Kilometer pro Stunde unterschritt. Au, 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 au. Erste Chance verspielt. Freddy, walte deines Amtes. Nein! Tun Sie es nicht! Was für ein Bild. Lassen Sie es mich für Sie mit Worten malen. Das Messer bohrt sich langsam in Davids Oberarm, wandert Zentimeter für Zentimeter in Richtung Ellbogen. Ich fürchte, das muss genäht werden. Okay, das reicht. Jetzt geht es Ihrem David schon etwas schlechter. Sie sollten sich etwas mehr Mühe geben, Frau Birkholm. Meine Gedanken drehten sich im Kreis. Wut, Ungewissheit und Angst machten sich in mir breit. Doch ich war gezwungen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich musste weiterfahren und einen weiteren Fehler konnte ich mir nicht leisten. Nach und nach kämpfte ich mich um die Kurven und rückte dem Ziel immer näher. Dabei näherte sich die Tachonadel mehrmals gefährlich nahe der verfluchten 80. Leise fing ich an, Hoffnung zu schöpfen. Doch nun hatte ich das letzte Hindernis vor mir. Die Haarnadelkurve. Grandios! Was für ein Spektakel! Ich verspreche Ihnen, kein von uns hier hält es mehr auf den Sitzen. Nun wird es nochmal richtig spannend. Ich steuerte auf die Kurve zu. Vollkommen unmöglich, da mit 80 Sachen rumzubrettern. Aber ich musste es versuchen. Ich holte auf der Strecke weit aus, um einen möglichst großen Winkel zu haben und riss das Lenkrad herum. Die Reifen quietschten und meine Hinterräder verloren die Bodenhaftung. Durch die Frontscheibe konnte ich den Zieleinlauf sehen, jedoch rutschte mein Wagen unkontrolliert weiter über die Fahrbahn. Aus meinen Augenwinkeln kam die Bande immer näher. Scheiße, Scheiße. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Oho. Naja, zu schade. Ich zuckte zusammen. Der Schuss drang gleich zweimal zu mir. Zunächst über das Headset, kurz danach aus der Ferne über die Rennbahn hinweg. Ich starrte regungslos auf den Tacho, welcher unbeweglich auf Null stand. Ab dem Moment, seit der Wagen an der Bande zum Stillstand gekommen ist. Unendliche Hoffnungslosigkeit machte sich in mir breit. Doch dann packte mich die Wut. Ohne einen richtigen Gedanken zu fassen, drehte ich den Zündschlüssel um und setzte den seitlich zertrümmerten Wagen wieder in Bewegung. Stetig erhöhte ich die Geschwindigkeit. Sieh einer an.
Jetzt brauchen Sie sich aber auch nicht mehr zu beeilen. Sie können in aller Ruhe nach Hause fahren. Den Wagen dürfen Sie sogar behalten. Ohne mit der Wimper zu zucken, steuerte ich auf die Seitenstraße Richtung Fahrerlager zu. Als ich dann an den Boxen vorbeifuhr, sah ich in einigen Metern Entfernung die offene Garage, aus der ich gestartet war. Ein paar wenige Menschen standen am Eingang und unterhielten sich angeregt. Offenbar gratulierten sie sich gegenseitig zu diesem für sie grandiosen Spektakel. Eine fabelhafte Show, Freunde. Sowas bekommt man nicht alle Tage geboten. Mein Blick fiel auf die große Fensterfront direkt darüber, wo offensichtlich der Rest des Syndikates sich an der Scheibe die Nasen platt drückte. Auf mich schien keiner zu achten. Ich legte den passenden Gang ein und beschleunigte. Kurz bevor ich an der Garage vorbeifuhr, riss ich das Lenkrad rum. Frau Birkholm, ich bin froh, dass Sie es einrichten konnten. Wie ich sehe, scheinen Sie ja wieder fit zu sein. Was machen die Brandverletzungen? Danke, Herr Kommissar. Alles halb so wild. Ich hatte wohl wirklich sehr viel Glück. Gut, zur Sache. Ich hatte Ihre Zeugenaussage ja bereits vor 2 Wochen im Krankenhaus aufgenommen. Jedoch sind einige Fragen in dem Fall noch ungeklärt. Nun, dann hoffe ich, dass ich helfen kann. Ich weiß leider selbst nicht, was eigentlich genau nach meinem Unfall geschehen ist. In meinen Verhören danach hat man mir auch nichts erzählt. Ja, da kann ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Nachdem Sie mit dem sabotierten Rennwagen die Kontrolle verloren haben, sind Sie in dem Fahrlager gegen ein weiteres Auto geprallt. Dessen Tank hat umgehend Feuer gefangen und das gesamte Gebäude in Brand gesteckt. Und wer hatte mich vor dem Feuer gerettet? Tja, da haben Sie wirklich Glück gehabt. Die Rettungskräfte waren schon direkt vor Ort. Wenige Minuten vorher hatte eine besorgte Anwohnerin den Pistolenschuss gehört und den Notruf gewählt. Da man die alte, verwirrte Dame kaum verstanden hatte, hat die Leitstelle gleich alle möglichen Rettungskräfte losgeschickt. So haben es fast alle geschafft, den Flammen zu entkommen. 3 Personen wurden durch ihren Wagen schwer verletzt und einer, Frederik Henchmann, ist seinen Verletzungen erlegen. Wie Sie ja wissen, hat auch leider Ihr Praktikant David Breuer den Vorfall nicht überlebt. Er wird nächste Woche bestattet. Ich weiß aber nicht, ob seine Familie Sie dort sehen möchte. Oh mein Gott, es tut mir alles so leid. Machen Sie sich keine Vorwürfe, es ist nicht Ihre Schuld. Und immerhin, durch sie befindet sich fast das gesamte Syndikat Dionysos in U-Haft. Diese Leute sind so verrückt. Jetzt wetten sie untereinander, wer die längste Haftstrafe bekommt. Naja, auch durch ihre Hilfe konnten wir den verschollenen Rennfahrer Markus Rode ausfindig machen. Seine Leiche haben wir im Kellertrakt des Torhausgebäudes gefunden. Er war dort eingesperrt, ohne Essen und Trinken, nur mit einem Strick an der Decke. Die Mitglieder des Syndikats hatten wohl gewettet, wie lange er brauche, um sich zu erhängen. Das ist ja pervers. Er hat noch ungefähr 2 Tage überlebt, dann ist er verdurstet. Daran hatte wohl niemand gedacht. Aber was sich uns jetzt noch nicht ganz erschließt, ist, welche Rolle Rainer Weiß in der Geschichte spielt und warum seine Leiche in unserem Leichenschauhaus aufgetaucht ist. Seine Witwe Eloise Weiß hat ihn mittlerweile identifiziert und bestatten können. Das Syndikat hatte herausgefunden, dass Herr Weiß sie hintergangen und Markus Rode vor seinem bevorstehenden Unfall gewarnt hatte. Um trotzdem die Summe der Lebensversicherung kassieren zu können, steckten sie kurzerhand Herrn Weiß in den Rennanzug, klebten ihm den Mund zu und zwangen ihn, das Rennen an Rodes Stelle zu fahren. So schlugen sie 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie kassierten die Lebensversicherung und Herr Weiß wurde bestraft. Ah ja, so verhält sich das also. Sie haben uns außerdem mitgeteilt, dass Sie Hinweise darüber haben, welche Mechaniker für die Sabotage an den Rennwagen verantwortlich sind. Was wissen Sie darüber? Hier. Diese 3 Namen konnten wir dem Wettbuch entnehmen. Es sind alles Mechaniker, die durch ihre hohen Wettschulden von dem Syndikat unter Druck gesetzt wurden. Der erste, Clemens Picher, ist seit fast 2 Wochen abgetaucht. Die anderen beiden haben dann vermutlich für die Sabotage an Rodes Wagen gesorgt. Vielen Dank. Die weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit werden wir dann übernehmen. Ich gebe zu, mir ist es immer noch ein Rätsel, wie es in der Gerichtsmedizin nicht aufgefallen ist,
dass es sich bei der Leiche offenkundig nicht um Markus Rode, sondern um Rainer Weiß gehandelt hatte. Ich muss davon ausgehen, dass es dort eine undichte Stelle geben muss und hier mit Absicht vertuscht wurde. Sagen Sie, sind Sie sicher, dass Sie das Namensschild des Mitarbeiters dort richtig gelesen haben? Ich bin mir ganz sicher. Ich sehe es noch genau vor mir. Der Mann hieß Dr. Preilig. Das ist wirklich mehr als beunruhigend. Bei uns arbeitet kein Dr. Preilig. Da werden wir wohl dranbleiben müssen. Na gut, das wär's von meiner Seite. Nun muss ich Ihnen leider noch eine schwere Nachricht mitteilen. Nun gut, ich denke, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja nun, Sie haben ja mehrmals zu Protokoll gegeben, dass David von diesem Frederik Henchmann erschossen wurde, nachdem der Mann, der sich als rechte Hand bezeichnete, den Befehl dazu gegeben hat. Ja, das ist korrekt. Der Bericht der Gerichtsmedizin liegt mir seit gestern vor. Ihm ist eindeutig zu entnehmen, dass die Schussverletzung, die er erlitten hat, keineswegs tödlich war. Was? Das Projektil hatte alle lebenswichtigen Organe verfehlt. Tragischerweise hat ihn die Rettungsmannschaft nicht mehr rechtzeitig befreien können, da er sich in der kleinen Nebenkammer befunden hatte, die nach dem Unfall nur schwer zugänglich war. Schlussendlich erlag er seinen schweren Brandverletzungen. Nun, ich werde Sie jetzt wohl erstmal alleine lassen.